Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Sommer Update ist da. Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Aber ich glaube, es ist schon jetzt das zweite Mal Wartungspause. Ich kann es euch gar nicht sagen, weil ich wollte jetzt tatsächlich erstmalig hier in das Spiel rein. Denn ich hatte heute Morgen erstmal heftig was anderes zu tun, als mir über Clash of Clans Gedanken zu machen. Aber naja, müssen wir jetzt nochmal so knappe 20 Minuten warten. Und dann würde ich sagen, hauen wir rein, gucken wir mal, was uns da erwartet und was das Update so mit sich bringt, wie das Ganze umgesetzt ist. Also bis gleich. So, ich hoffe, das Ganze bleibt jetzt einigermaßen stabil. Es gab wohl noch ein paar kleinere Problemchen, sodass nochmal eine Wartung wo hinterhergeschoben wurde oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich jetzt auch das erste Mal überhaupt hier im Sommer-Update angekommen bin. Aber ich bin in jedem Fall angekommen. Es sieht eigentlich aus wie Clash of Clans, wie es immer aussah. Aber wir gucken mal, was sich hinter den verschiedenen Sachen hier verbirgt. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was machen. Also die neuen Truppen ausprobieren, beziehungsweise ich kann gar nicht alle neuen Truppen ausprobieren, weil ich noch 3 Tage hier den Supermauerbrecher habe. Das heißt, das kann ich ja nicht abbrechen. Wir müssen also noch so ein paar Tage warten auf die Superhexe oder auf den Inferno-Drachen. Eins von beiden geht ja nur. Aber wir gehen mal rein. Ich glaube, ich habe dann sowieso kein Dunkles. Es gab wohl noch ein Problem heute Morgen, beziehungsweise vielleicht war es auch ein Exploit, dass wohl einige hier in der Beutekarre ziemlich viel Ressourcen drin hatten. Ich gucke mir mal, wie viel ich drin habe. Ich habe ganz normal drin. Also jetzt lachen die mich alle aus und sagen, haha, Toto, wir hatten da 16 Millionen drin. Also volle Beutekarre. Und vor allen Dingen haben die das mehrmals gehabt. Vielleicht darf ich das gar nicht sagen, aber das war wie so Tischlein deck dich. Also die haben die Beutekarre leer gemacht, haben nochmal draufgeklickt und hatten immer noch 16 Millionen drin. So haben einige heute Morgen wohl schon etwas mehr Mauern und etwas mehr Helden machen dürfen. Je nachdem, wie viel Bücher oder Gems man hatte. Naja, ich habe das Glück leider nicht. Und aber wir gehen hier trotzdem mal rein. Ich sehe hier so eine 1 im Shop und weil ich da schon drin war, aber was natürlich sehr gut finde, jetzt zum Update erstmal für alle Spenden für ein Juwel. Ist natürlich wieder ein bisschen kleines Leckerli für euch. Okay, die neuen Supertruppen sind da. 17 Tage Zeit. Da braucht man jetzt auch lange Zeit für, weil ich habe sie ja noch gar nicht. Also den Inferno-Drachen hier. Es gibt ein Angebot Clash-Konstrukte-Szenario oder Szenerie. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Ich weiß nicht, was das ist. Die Juni-Saison ist da, okay. Die geht noch 8 Tage. Clanspiele fangen morgen an. Und was ist denn das hier? Was ist das? Oh, okay. Wie bitte? Ein Hintergrund. Aber für unverschämte 7,99 Euro, okay. Man kann hier aber auf das Auge klicken. Und oh, ist aber hübsch. Eieiei. Aber man kann es nicht größer machen, sehe ich gerade. Man kann es nicht größer machen. Okay, aber ist hübsch, oder? Sieht ganz gut aus. Das ist sicherlich was für die Roleplay-Spieler unter uns, die auch so ein bisschen so auf Dorfdesign und alles muss schick sein achten. Da bin ich ja jetzt nicht so der Mensch, der das hier macht. Aber naja, sei es drum. Nein, ich will es nicht kaufen, Mensch. Weg. Abbruch. Abbruch. Ich wollte es nicht kaufen. Entschuldigt, Leute. Schneide ich euch raus. Ich wollte es gar nicht kaufen. Und es gibt aber noch so ein paar andere Sachen. Okay, exklusive Robo-Kampf-Paket. Wo ist das? Robo-Kampf, eine Robo-Statue. Okay, Rune und so weiter. Rune-Buch der Helden. Okay, was gibt's noch? Sommer-Special. Nochmal ein paar Bücher. Oh, zwei Universalbücher. Eieieiei. Und okay, das alte Rathaus 13-Paket, das kennen wir ja mittlerweile. Und naja, okay, so weit, so gut. Wir sind reingekommen, aber ich finde den schick, muss ich sagen. Aber für 8 Euro mit so ein bisschen Ressourcen dahinter, das ist jetzt nicht so ultra viel. Alles andere ist hier ja, glaube ich, so geblieben, wie es war. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Ich glaube, hier konnte ich nämlich eine neue Falle nachbauen. Da ich viele Bauarbeiter frei habe, bauen wir mal diese Falle hier nach. Das ist nicht schlecht. Und die packen wir aber hier hinten mal hin, würde ich sagen. Ich würde sagen, da ist sie gut platziert. Ich habe die maximale Anzahl erreicht. Okay, aber ich glaube, mehr gibt es ja nicht zu bauen. Es gibt ja nur was zum Updaten. Das waren, glaube ich, die Kanonen. Und es waren es war doch noch eine Defense hier, die noch okay, die Magiertürme konnten auch noch abgedatet werden, alles klar. Magiertürme können also auch noch abgedatet werden.
Jetzt habe ich durch mein Telefon wieder den Faden verloren. Okay, die Magiertürme können wir noch machen. Und aber ich will jetzt mal gucken, was kostet das alles hier? Das kostet Elex. Wir brauchen eine dunkle Kaserne, um die neue Truppe freizuschalten. Das ist die Kopfjägerin. Taucht die hier schon auf? Die taucht hier schon auf. Ja, da ist sie schon. Okay, hier hinten. Und dafür brauchen wir allerdings eine Kaserne. Ich weiß jetzt gar nicht, nehme ich dafür einen Hammer oder nehme ich eher irgendwas anderes? Ich habe ja eigentlich alles ziemlich voll hier. Ich liebe mein Telefon, Leute. Okay, jetzt geht's aber los. Dann geben wir jetzt auch mal so ein bisschen was aus, würde ich sagen, hier im Update. Dafür ist das Update ja da und dafür hat man ja monatelang hier irgendwelche Hämmer und sowas alles gebunkert. Ich muss mal eben schauen, wo ist denn eigentlich meine Queen untergebracht? Ich finde gerade meine Queen nicht, Leute. Da hampelt die rum. Hier unten ist sie. Okay, 233.000. Ich nehme an, das ist allerdings alles mit Pass, kann ich mir vorstellen. Und damit ich jetzt mal auch ein bisschen Bücher ausgebe, nehmen wir die Queen erstmal in die Pflicht hier und ziehen sie erstmal ein Level höher. Ich habe jetzt kein Heldenbuch mehr, aber es gibt ja noch zwei aus dem Pass, Leute. Und ich bin noch nicht fertig, das ist der Hammer. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Account hier mit dem Pass, aber naja, was nicht ist, das kann ja noch werden. Ich wollte jetzt aber die neue Truppe zumindest mal probieren. Und dafür müssen wir allerdings die Kaserne hoch haben. Ich hatte mir extra so einen Gebäudehammer geholt. Ich hasse es, wenn die Kasernen hier so lange laufen und ich kann immer nur in einer Kaserne ausbilden. Das heißt, wir nehmen erstmal den Hammer des Bauens. Ich glaube, ich kann mir gar keinen zweiten Hammer holen, weil der... Ach doch, kann ich mir doch holen. Okay, kann ich mir doch holen, Leute. Okay, das war die Frage, der ich ja gestern eigentlich nachgehen wollte. Wie lange dauert die Truppe hier? Die dauert ja eigentlich... lass mal gerade gucken, 36 Sekunden, ne, 1 Minute 36, okay, 1 Minute 36 mit einer Kaserne, hieß es nicht 10 Minuten, ne, hieß es nicht, die dauert 10 Minuten, die dauert 1 Minute und 36, Ausbildungsdauer, okay, dann bauen wir die mal, zwei Stück davon, würde ich sagen, das ist ja jetzt nicht so lange. Und dann machen wir mal hier ein bisschen weiter. Wir haben ja immer noch nichts ausgegeben. Was ich hier jetzt an Bauarbeiter, glaube ich, verbrate, ist sicherlich, kann ich mir vorstellen, dass wir hier so einen Magierturm machen. Wir machen so einen Magierturm erstmal. Erstmal einen Bob hier losschicken auf die Reise. Und wir haben auch noch ein bisschen Gold und Elex. Also das Update erschlägt mich schon wieder gerade so ein bisschen. Und ich habe auch hier unten natürlich gesehen, dass es den Blitzzauber gibt und den Klonzauber. Der Blitz ist ja ultra günstig. Also ich meine, okay, ich bin Passspieler, aber ich glaube, der ist tatsächlich nicht so teuer. Ich wollte den erst mit dem Hammer nehmen. Wäre ja Blödsinn. Ich habe extra noch einen Zauberhammer. Wir machen uns den Klon hier mit dem Hammer hoch. Und dafür ist der Hammer ja da. Also Klonzauber schon mal auf Max Level. Und wir können im Labor auch noch was auch weiter forschen. Den Blitzzauber hier, den nehmen wir uns, denn ich habe, glaube ich, auch noch, ja, ich habe auch noch ein Zauberbuch, mein lieber Mann. Wunderbar, jetzt ist er aber erstmal auf 8, Leute. Also wir müssen ihn noch auf 9 bekommen. Und jetzt habe ich natürlich im Moment kein Zauberbuch mehr, aber gab's was im Pass? Ich weiß es gar nicht. Lass mal gucken, gab es was im Pass? Toto, ein schönes Buch hier im Pass. Ja, den nehmen wir. Wunderbar, es gab ein Buch, perfekt, Leute. Und dann können wir uns auch den Blitz hochmachen, dann brauchen wir da gar nicht lange drauf warten. 8 Mille nehmen wir mit, 10 Tage und dann haben wir den auch fertig und haben jetzt schon mal beide Zauber da. An Truppen weiß ich es im Moment noch gar nicht, was ich da level. Also viele haben sich tatsächlich ihn hier hochgezogen oder sie hier auf Max, aber ich glaube, das mache ich an der Stelle erstmal nicht. Und ich hatte gedacht, wir nehmen hier mit dem Hammer, oder also mit dem Hammer, den Lava-Hund, den machen wir uns fertig. Denn Luft soll ja jetzt ganz, ganz stark sein. Das wissen wir noch nicht. Ich baue nachher mal eine Truppe aus, wie das Ganze so funktioniert. Und werde dann auch mal, denke ich mal, mit einer Luftarmee angreifen. Also es gibt ja unheimlich viele Sachen hier, die neu sind. Ich habe jetzt schon mal endlich mal wieder was ausgegeben. Szenerie ändern, okay. Ah, ich habe ja keine. Alles klar, dann müsste ich mir die andere schon noch kaufen. Okay, da hier kann man also jetzt sein Skin des Dorfes wechseln. Alles klar, so, wir wollten aber weiter forschen. Wir wollten
erstmal, wo ist denn meine Clanburg eigentlich hier? Die kann ich endlich mal sammeln. Dann ist sie auch endlich mal leer und jetzt kann ich auch wieder gescheit angreifen, denn die Vorteile, ich konnte mir ja kaum Vorteile erspielen, habe jetzt noch 8 Tage, ich denke mal easy peasy mit meinen Methoden und dann wird das in jedem Fall was, dass wir hier auch angreifen können. Was gibt es denn eigentlich noch Neues? Es gibt hier ein bisschen was im Nachtdorf, auch was Neues. Das heißt nichts Neues, sondern irgendwo gab es ja hier nur ein paar Verbesserungen bzw. Verschlimmbesserungen, wenn es darum geht, dass die Stoßfallen jetzt ein wenig, Stoßfalle glaube ich als Info, Auslöseradius einfällt, okay. Das waren aber glaube ich die anderen Fallen, die jetzt anders sind. Bevorzugtes Ziel ist egal und weggestoßene ja 20. Ach so, beim Maxed haben wir ja gesagt, ändert sich sowieso nichts. Alles klar, da machen wir eben mal unseren Tagesangriff hier im Nachtdorf. Gestern hatte mir übrigens jemand unter die Kommentare geschrieben, ob ich nicht mal ein paar Tipps und Tricks fürs Nachtdorf parat habe. Leute, das habe ich nicht wirklich. Ich bin ein fürchterlich schlechter Nachtdorf-Spieler, also ich bin eigentlich nur so ein Spammer, der hier seinen Tagesbonus macht und mehr eigentlich nicht. Also das ist für mich jetzt keine Qual oder so, aber ich kann euch natürlich den Tipp geben, maxt euer Nachtdorf, rascht nicht, es lohnt sich nicht und spielt einfach, holt das Beste hier raus, vor allen Dingen die paar Gems, die es hier gibt, das sollte man in jedem Fall mitnehmen für die verschiedenen Errungenschaften. So, kann ich die jetzt nochmal zünden? Das wäre nicht schlecht, dass wir wenigstens dann noch den zweiten Stern hier kriegen, aber den kriegen wir in jedem Fall. Wunderbar, ist ja auch noch ein Spiel im Pass. Und so habe ich hier schon mal, aber hier hat sich nichts verändert. Obwohl doch von Level 21 bis Level 30 ist der Schaden erhöht worden von der Kampfmaschine. Ne? Ich glaube, die ging jetzt auch gerade ein bisschen besser durch die Mauer durch. Denn gerade bei den Max-Mauern hier, da quält sich die Kampfmaschine doch schon mal gerne dadurch. Und dann haben wir hier unser Spielchen auch gemacht. Wunderbar. Hat natürlich nichts mit dem Update zu tun. Ich muss mal eben reinschauen. Das Update ist da. Hurra. Und die ganzen vielen Neuerungen, Inferno, neue Level können wir noch nicht machen. Szenerie, benutzerdefinierte Armeen für Freundschaftsspiele und auch die verbesserte Rathaus-Upgrade-Erfahrung. Das kann ich euch heute noch gar nicht zeigen. Heimatdorf, Bauarbeiter, Balanceänderung, Fehlerbehebung, UI und andere Änderungen. Das kann ich euch noch gar nicht zeigen hier. Und ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, wo es und wie es geht. Leute, ich weiß gar nicht, wo und wie das geht. Ich muss mal eben, glaube ich, hier ein paar Truppen entfernen, damit die beiden jetzt da reinkommen. Wunderbar. Dann haben wir 280. Bauen wir nochmal nach. Mal sehen, ob das auch auf Level 1 irgendwas taucht. Und was ich aber noch gar nicht verstanden habe, beziehungsweise was man noch gar nicht machen kann, man muss hier, ich würde gerne mal einen Freundschaftsklankrieg machen, aber das kann ich. Denn ich habe den Punkt noch gar nicht gefunden, wo hier diese Freundschaftsarmee ausgebildet werden kann. Ich weiß nicht wo. Also das ist ja noch ganz normal hier, was hier oben jetzt ist. Und Schnellausbildung ist ja auch so geblieben. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, wo man jetzt das Freundschaftsteil hier ausbildet. Und wo ich die auch dann verändern kann und so. Ich muss mal einen FC fordern, glaube ich. Aber hier können wir erstmal eine Eingame-Spende machen. Von den Barbaren. Das wisst ihr auch, dass die Änderung jetzt da ist, dass ich auch jetzt beim Spenden hier normale Mauerbrecher verspenden kann. Also normale Mauerbrecher verspenden kann, da seht ihr das, wenn ich die anderen Mauerbrecher ausgebildet habe. Ja, das geht hier mal fürchterlich schnell. 10 von 49. Kommt Leute, wir machen mal einen Angriff hier. Wir wollen ja mal die neue Truppe sehen. Und 71er Queen auch schon am Stissel. Und ich weiß noch gar nicht, wie man den und wo man den einsetzt. Vielleicht hinter irgendwas oder hinter Hocks oder was auch immer. Beziehungsweise, ja, das macht ja meine Queen eigentlich. Hier unten stehen jetzt zwei Helden, den nehmen wir mal mit hier. Hier unten stehen jetzt mal gerade zwei Helden, was jetzt nicht schlecht ist. Und 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gucken wir mal, wo wir den einsetzen können hier. Denn da sind ja jetzt schon zwei Helden, die da am Rand sind und darauf stürzt sich jetzt, obwohl der Warden gilt, glaube ich, nicht. Oh Scheiße, der Warden gilt, glaube ich, nicht als Held, habe ich mir sagen lassen. So, da ist sie. Und was macht sie? Oh, sie lockt mir die Clanburg. Alles klar, Toto. Und da ist ein Single Inferno, den muss ich natürlich
mal eben frosteln und mal fix hier unsere Mauerbrecher gesetzt, noch mal einen Frost rein hier, nicht dass mir die Queen hier jetzt abranzt. Und dann haben wir jetzt den Inferno weg. Jawohl, haben wir den Inferno schon mal weg. Okay. Junge, Junge, Junge. Jetzt müsste ich natürlich die zweite Geschichte hier machen. So, da haben wir das nochmal. Jetzt haben wir auch schon alle Zauber fast verbraten hier. Dann gehen wir hier jetzt mal rein und nehmen wieder die kleine hier. Die vergiftet. Oh, die vergiftet tatsächlich. Guck mal. Eieieiei. Die ist richtig heftig dabei. Und die geht auf Helden. Wo ist denn jetzt noch ein Held hier? Wo läuft sie hin? Okay, da geht sie jetzt kaputt. Erstmal. Und, okay, die geht jetzt nach da. Dann geht's hier weiter mit dem hier. Ich weiß noch gar nicht, wie die in der Verteidigung ist. Nicht, dass der Verteidiger hier jetzt gleich so ein Dingen da hat. So, ich nehme mal das Luftschiff hier mit rein, ihn hier mit rein und unsere Heilzauber. Wunderbar, das passt noch. Und jetzt geht es sehr heftigst Richtung Mitte. Da muss ich jetzt auch mal, glaube ich, meinen Worten zünden. Wunderbar. Oh, sieht ja ganz gut aus hier, Toti. Das sieht ja noch ganz wunderprächtig aus, würde Jan jetzt sagen. Wunderprächtig, das ist auch echt ein komisches Wort. Aber Magier. Oh. Naja, Clash of Clans läuft in jedem Fall so chaotisch weiter, wie ihr das von mir gewohnt seid. Das sei mal an der Stelle gesagt, aber ganz gut, die Helden. Ich habe jetzt so ein kleines bisschen das Gefühl gehabt, dass dadurch meine Helden vor allen Dingen überlebt haben. Mein King hat ziemlich lange dadurch gelebt. Allerdings ist hier jetzt die Queen ist einmal ganz rum in die Base gegangen. 71er Queen, Leute, das ist schon ziemlich hoch, aber ich habe schon bei uns wieder gesehen, die ersten haben ihre Queen schon Max, aber ich glaube, ich kriege die auch relativ zügig durchgemaxt und ich zünde sie jetzt auch mal, weil wir da noch einen Scattershot haben. Schaffen wir den noch? Müssen wir mal gucken, wo die Queen da drauf geht. Okay, die geht erstmal brav aufs Lager und jetzt geht sie auf den Scattershot auch drauf. Jawohl, der ist auch weg. Da haben wir auch noch eine Tat, aber wir haben das Dorf nicht ganz geschafft. Okay, aber wir haben schon mal ein bisschen Ressourcen gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich hier jetzt weiter farme, ob ich hier jetzt in Titan 2 weitermache wegen den Ressourcen. Es sind ja doch ganz schön viele, die wir da sammeln müssen. Aber ich bilde jetzt mal eine Lufttruppe aus. Und eine Lufttruppe, damit wir auch mal das neu sehen. Hier 1, 2, oh halt. Ne, wir brauchen ja eigentlich keine davon, aber wir nehmen trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 davon mal mit. Noch einen Hund damit rein. Ein paar Ballons. Würde ich sagen, ein paar ist gut. Wir nehmen mal 25 Stück und ein Baby vielleicht noch. Das sieht ganz gut aus. Was können wir denn noch damit so als Beiwerk packen? Ich weiß nicht, ob man da mehr von braucht, von diesen giftigen. Keine Ahnung, Leute. Sonst nehmen wir einfach vielleicht noch einen Lava-Hund mit. Kann man nicht genug von haben, würde ich sagen. 1, 2, 3. Und denn das soll jetzt mal so ein Sui-Part werden. Und einmal den hier. Okay, dann machen wir halt. Wir nehmen mal 1, 2, 3 Blitz, glaube ich, mit. 2 Wut und ein paar Eilzauber. 4 Stück. Jetzt haben wir natürlich kein Gift, aber wir haben ja da unseren anderen Helden. Okay, wir boosten mal. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Und dass ich vielleicht mal doch jetzt so einen Trainingskampf kriege. Ah, ich kriege einen Trainingskampf, Leute. Ich kriege mal einen Trainingskampf. Also ich kann hier spähen. Ich kann spähen. Ich kann dann angreifen. Aha, hier habe ich meine Armee, die ich jetzt nicht ausgebildet habe. Und ich kann sagen, Armee bearbeiten. Aha, und jetzt kann ich mir eine Armee bauen. Jetzt kann ich mir eigentlich genau die bauen, die ich gerade bauen wollte. 1, 2, 3, 4. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Jetzt gucke ich mal, ich glaube, wir hatten hier von 25 Stück. 25, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 von denen und dann haben wir, glaube ich, gesagt 1, 2, 3. So, speichern. Aktuelle Armee kopieren. Ah, ich kann die aktuelle Armee, die ich jetzt hätte, hier rein kopieren. Aber wir speichern diese Armee mal. Und Clanbuchverstärkung muss ich mir allerdings reinziehen. Ah, ich habe noch gar keine Belagerungsmaschinen hier ausgewählt. Okay, dann nehmen wir die mit. Speichern haben wir auch.
Helden habe ich jetzt nur eins von vier. Ach so, die Helden muss ich aber fertig haben oder wie läuft das? Habe ich jetzt nur meine Queen hier? Ich möchte doch alle Helden haben. Alle Helden. Ach so, meine Helden muss ich tatsächlich am Stüssel haben. Hm, okay. Also geht das denn doch nicht so. Alles klar. Aber wir speichern die mal ab und machen kurz einen Cut und dann machen wir hier noch zwei Angriffe. Okay, Freunde, wir sind wieder soweit und haben nochmal die Armee am Start. Ich habe euch jetzt einfach mal die Suche übersprungen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ich wollte ganz gerne mal was testen mit der neuen Truppe hier, denn die geht ja auf Helden. Ich will jetzt mal gerade gucken, wie weit die diesen Helden kriegt. Die hat aber ganz wenig Trefferpunkte, ne? Die hat ganz wenig Trefferpunkte und ja, okay, ein Schuss ist jetzt nicht so heftig vergiftet, ne? Ja, okay. Ist jetzt gerade nicht so heftig vergiftet, habe ich jetzt gerade so feststellen müssen. Okay, da müssen wir doch mit unserer Queen ran. Aber wir nehmen die in jedem Fall gleich nochmal auf einen anderen Helden, würde ich dann sagen. Und aber erstmal diesen Helden hier schaffen. Den haben wir geschafft, okay. Und, die schaffen da aber auch hier meine, die schaffen da meine Heiler. Oh, komm, lass doch meine Heiler in Ruhe. Lass doch meine Heiler in Ruhe. Och, Queen, ich hab dir doch da aufgemacht. Naja, dann lassen wir da den King mal rennen. Dann lassen wir hier mal den King rennen. Allerdings erstmal raus aus der Range der Heiler, würde ich sagen. Und dann kann der hier oben losgehen. So, der dürfte jetzt nicht mehr in Range der Heiler sein. Aber meine Queen da unten hat ziemlich harten Beschuss. Multi-Inferno, okay. Das müsste noch machbar sein. Da kommen jetzt schon ein paar Truppen raus. Okay, oh, der Gift war scheiße. Heieieiei. Der Gift war nicht gut. Der Gift war nicht gut. Ich muss da schon zünden. Hier den hier gezündet. Okay. Und, oh, jetzt läuft er nochmal weg. Aber den kriegen wir nochmal hin. Ich könnte meiner Queen da natürlich auch nochmal eine Lücke schaffen. Aber, oh, die schafft das nicht. Heieieiei. Das war ein Golem. Okay. Das war ein Golem. Habe ich gar nicht gesehen. Alles klar, Leute. Das war ein Golem. Wie kriegen wir denn den Golem jetzt kaputt? Okay. Der Golem, die merken es erstmal nicht. Und dann müssen wir hier jetzt doch mit unserer Restmeute rein. Alles klar. Okay, so. Und einmal ihn dahinter geschickt und auch den Helden hier. Wir nehmen den Helden auch mal mit und gucken mal, wie weit die jetzt eigentlich hier hüppeln können oder könnten. Wir nehmen das Flaggschiff hier mal mit und nehmen jetzt unseren Warden. Die sind dann noch in der Mitte am Rathaus. Jawohl, die sind dann noch in der Mitte am Rathaus. Einmal hier rein in die Mitte und das hat doch noch funktioniert, Leute. Ah, das hat doch noch funktioniert. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Truppen. Ich habe noch... Oh, das ist nicht gut gesetzt da. Aber wir kriegen, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so die Ultra-Ressourcen hier. Aber trotzdem, oh, doch noch ganz gut gemacht. Oh, passt. Okay, obwohl mir die Queen da weggestorben ist, haben wir das doch noch ganz gut irgendwie reißen können. Wir haben jetzt nicht alles an Dunklem bekommen, aber doch ganz schön viel. Das Dunkle brauche ich jetzt erstmal. Ich mache mit euch aber noch einen Angriff. Nehme ich jetzt gleich mal mit Lufttruppen. Und viele haben ja geschrieben, ja, Sui wird jetzt ganz, ganz stark. Das will ich jetzt mal testen. Und dann will ich aber auch mal auf die anderen Dörfer springen. Die baue ich jetzt nochmal und ich nehme nochmal in die Schnellausbildung. Ich habe jetzt doch nochmal ein bisschen umgebaut, was die Zauber angeht hier. Ich habe doch nochmal ein Gift mitgenommen. Kann nicht schaden. Auch wenn wir da oben den neuen Helden, nicht den neuen Helden, die neue Truppe mit drin haben. Der Vergiftungsfaktor ist noch nicht so gut. Vielleicht sollten wir die doch leveln. Kurzer Cut und dann sehen wir uns zum luftigen Angriff wieder. Okay, ich habe jetzt nochmal einen Freundschafts-Clankrieg angefordert, also nicht Freundschafts-Clankrieg, sondern Freundschaftskampf. Und ihr seht links unten das Nachhause, der Nachhause-Button, der ist schon, der ist neuer. Okay, der ist in jedem Fall neu mit dem niedlichen Gesicht dort. Und jetzt habe ich hier meine Freundschaftsarmee, seit bevor du das Freundschaftsspiel beginnst. Ist das jetzt meine Freundschaftsarmee? Warte mal, ist das meine Freundschaft? Ja, das ist meine Freundschaftsarmee, alles klar. Aber ich muss die vier Helden dafür in jedem Fall haben. Jetzt können wir mal angreifen. Und man muss in jedem Fall die vier Helden haben dort. Also wir checken das jetzt mal. Ich habe einen Babydrachen am Start. Und, ach schade, ja, okay. Alles klar, Toti. Ja, das ist eine gute, das ist keine schlechte Frage. Was wir hier eigentlich machen, jetzt habe ich habe da jetzt Luft drin, okay? Ich habe da jetzt Luft drin, aber mal eben antesten.
Okay. Da kommt schon ein bisschen Clanburg. Alles klar, da kommt ein bisschen Clanburg. Das war jetzt nicht so super viel. Was kann man denn eigentlich hier jetzt wegblitzen? Die Luftabwehr, da ist ja jetzt schon weg. Okay, aber was können wir denn eigentlich noch so wegblitzen? Ich gucke mal gerade, wie viel wir davon brauchen. 3 Stück braucht man, glaube ich, oder? Alter! Was war das? Was war das? Oh Gott! Nicht schlecht, Herr Specht, alles klar. Dann gehen wir hier mal rein. Und, ach ja, ich habe kein Gift dabei. Und die gehen dann ja, die andere Heldin geht ja nur auf Helden erstmal, alles klar. Leute, da muss man echt mal dran denken, was man hier eigentlich so macht. Und da habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Die geht ja ausschließlich dort auf die Helden. Und die schicke ich jetzt gleich mal in dem Luftpart mit rein, würde ich sagen. Dann gehen wir hier jetzt, ja, da lassen wir das noch wegmachen. Und dann hauen wir das mal so hier rein. So, einmal, zweimal, noch ein Drachen hier hinterher. 1, 2, 3. Noch so ein Hund dahin. Worden hier mit rein. Und die nehmen wir einfach mal so jetzt so mit aufs Korn hier. Mal sehen, was jetzt daraus wird. Eben mal den Worden zünden. Und oh. Da ist ganz, ganz viel Kleinkram, sehe ich gerade. Okay, da ist ganz, ganz viel Kleinkram. Gut, dass das nur ein FC ist hier. Also so ein Freundschaftsklankrieg und jetzt kein echter Angriff hier. Das wäre echt fatal, Toto. Ja, das wäre super fatal. Ich hatte aber einen Drachen eigentlich damit da drin. Und, naja, okay. Wir wollten ja eh nur checken, wie das Ganze hier so ein bisschen funktioniert. Und es funktioniert noch nicht so. Ich meine, nicht so will ich jetzt nicht sagen. Aber wir holen hier einen Stern, immerhin. So ein Fockenmuxenangriff hier. Ich wollte das ja nur mal mit dem FC hier checken. Alles klar. Okay. Dann haben wir das in jedem Fall auch mal abgetestet. Ich werde jetzt mal so ein bisschen weiter farmen hier und werde euch die Tage einfach auf den Laufenden halten. So Upgrade-Status auch von den anderen Rathäusern und so. Aber erstmal so eine Folge hier springt auch immer gerne mal den Rahmen. Aber das ist der Freundschaftsklankrieg. Okay, jetzt bin ich gespannt. Meine Helden sind immer noch da. Okay, also meine Helden sind immer noch da. Meine Truppen sind alle noch da. Das war jetzt also die Freundschaftsarmee. Die kann man dann wohl hier nicht bearbeiten, sondern man muss wirklich in einen Freundschaftskampf rein. Mein Worden ist ja jetzt schon umgestellt. Man muss wirklich in einen Freundschaftskampf rein. Auf die anderen Sachen, die es noch so im Upgrade gab hier, gehe ich sicherlich die Tage noch drauf ein, aber erstmal bin ich angekommen. Ein bisschen holprig, ein bisschen stolpelig, aber ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen und ihr findet vor allen Dingen Gefallen am Sommer-Update und ich halte euch, wie gesagt, auf den Laufenden, auch aus den anderen Rathäusern und mache jetzt erstmal weiter. Verbleibe. Coolen Wochenstart. Euer Toto. Fest.